Ja, wir sind hier zum CDU-Parteitag gegangen, weil die CDU seit über 60 Jahren bundesweite Volksentscheide verhindert und das, obwohl 66% der Unionswähler für bundesweite Volksentscheide sind. Auf diesen Missstand wollten wir aufmerksam machen. Die CDU stellt sich hier gegen die Mehrheit ihrer Wählerinnen und Wähler. Das kann so nicht langfristig weitergehen. Wir als Bürgerinnen und Bürger wollen auch direkt in der Demokratie mitentscheiden können und darauf wollten wir aufmerksam machen und haben Postkarten an die Delegierten und Gäste des Parteitags verteilt. Wir sind freundlich auf die Delegierten zugegangen und die meisten Delegierten haben auch freundlich zurückgegrüßt und haben die Karten entgegengenommen. Ein, zwei nette Gespräche waren auch dabei, durchaus auch Menschen, die gesagt haben, da müsste die CDU sich wirklich mal bewegen und von ihrer verknöcherten Position wegkommen. Aber insgesamt war für Gespräche leider sehr wenig Zeit, aber wir gehen davon aus, dass sich noch viele Gelegenheiten ergeben werden, mit der CDU ins Gespräch zu kommen. Ich will ihn! Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Abstimmungen und nicht nur durch Wahlen ausgeübt. Seit über 60 Jahren fehlt uns die Abstimmung. Das ist ein unerfüllter Auftrag des Grundgesetzes. Und es gibt zwei Gründe, warum wir das nicht haben. Erstens, wir brauchen mehr Menschen, die sich für den Volksentscheid einsetzen und rufen, ich will ihn. Oder die sich für die Volksabstimmung einsetzen und rufen, ich will sie. Und der zweite Grund, warum wir bisher nicht die bundesweite Volksabstimmung, den bundesweiten Volksentscheid haben, das liegt an der CDU. Seit über 60 Jahren verhindert sie eben den bundesweiten Volksentscheid, verhindert, dass wir in wesentlichen Fragen mitbestimmen, mitreden dürfen und dass wir auch sagen dürfen, wo es lang geht. Ich bin jetzt hier in Hannover. Heute startet der Bundesparteitag der CDU. Wir waren hier mit Aktiven vom Omnibus, von Mehr Demokratie und haben die Aktion, die CDU verhindert seit über 60 Jahren den bundesweiten Volksentscheid, gestartet. Hinter mir sehen Sie noch ein schwarzes Tuch, aber gleich wird unser Plakat enthüllt, denn diese Botschaft werden wir jetzt im kommenden Bundestagswahl immer wieder rufen, damit ganz deutlich wird, wir wollen den bundesweiten Volksentscheid. Ja! Ja! Jetzt kannst du loslassen! Yeah.